Ja, moinsen. So, jetzt wollen wir jetzt mal hier unten gucken, was hier los ist. Hier haben wir noch ein Symbol und da ist auch noch eins. Nochmal zwei dazu. Ping. Die Tür ist wie von einer magischen Barriere versperrt. Ja, und nun, was soll ich jetzt machen hier? Kann ich hier weg? Ich kann hier auch nicht weg. Was soll ich jetzt hier machen? Hello. Ja, das ist die Barriere, ich weiß. Oh, hör mal. Wer schreit da jetzt schon, oder? Die ist doch schon tot. Ach, hier oben ist was. Hier ist noch was. Aha. Einen Stein gemeißelte astrologische Karte. Das könnte mein Weg aus dem Traum sein. Vielleicht kann ich die Karte wieder zusammensetzen. Okay. Mit der linken Maustaste kannst du die Teile durch Klicken und Ziehen verschieben. Während des Ziehens lassen sich die Teile mit der rechten Maustaste drehen. Na, das beruhigt mich schon mal wieder, dass man hier wieder 1000 Dinger... Ja, das passt nicht wirklich so richtig. Drehen wir das mal, passt das da? Ja, so, dann haben wir das passt gleich da rein. Das passt natürlich genau in die Mitte. Das kommt, würde ich mal sagen, dahin. Das kommt, nee, dahin. Das kommt dahin und das wird nochmal gedreht und kommt dahin. Super. Das ganze Zeichen leuchtet jetzt gerade. Und das Haus von dem Arzt wieder. Was ist denn nun? Das ist Williams Haus. Aber wie ist das möglich? Wie bin ich denn von der Christ Church hierher gelangt? Ich hoffe, er ist zu Hause. Ich brauche dringend seine Hilfe. Dringend, 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 dringend. Hier kann man was kicken. Was kann man hier kicken? Ah, Tür, super. Tag, na? Paul? William, ihr müsst mir helfen. Die Visionen werden schlimmer. Ich fürchte, ich verliere den Verstand. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Bitte, ihr müsst mit mir etwas geben, damit die Albträume aufhören. Nun gut. Kommt doch rein, meine Liebe. Vielleicht kann ich etwas für euch tun. Okay, gehen wir mal da rein. Ich brauche eine neue Medizin, damit ihr schlafen könnt. Könnt ihr mir ein paar Dinge von dem Regal dort drüben bringen? Kann ihr auch was da lehnen? Ich meine, für einen Arzt? Ha! Taschen! Freimaurersymbol? Eine Murmel und ein Herz. Freimaurersymbol. Heißt das wirklich Freimaurersymbol? Das heißt Freimaurersymbol, ja. Ich habe mich nicht verlesen. Eine Murmel und ein Herz. Da ist eine Murmel. Und ein Herz. Herz ist hier. Freimaurersymbol. Welches Symbol könnte denn für Freimaurer sein? Keine Ahnung. Schraubenschlüssel, Auge, Medizin. Ne, das Auge ist ja, ey, das ist ja so schwer. Medizin. Das da. Ey, wir haben eine Flasche Pillen gefunden. Schraubenschlüssel. Gewicht, Uhr. Das ist der Gewicht, genau. Das ist Uhr. Zwei Ohrringe und ein Füllfeder. Da, zwei Ohrringe. Zwei Ohrringe, da ist ein Ohrring. Zweiter Ohrring, zweiter Ohrring, da ist der zweite Ohrring. Gut, das Freimaurersymbol. Münze, Medaille,
Freimaurer-Symbol, Symbol, Symbol. Wo könnte sowas sein? Vor allem, was für ein Symbol könnte das sein? Das da? Nee. Das da? Auch nicht. Freimaurer-Symbol. Das hier? Ah! Ich arbeite schon seit einiger Zeit an dieser neuen Medizin. Ich bin sicher, sie hilft gegen eure Albträume. Vielen Dank. Hoffentlich habt ihr recht. Ich muss mich jetzt beeilen und der Polizei von meiner letzten Vision berichten. Wenn sie diesen Mörder endlich fangen, hören meine Albträume bestimmt auf. Bei der Polizei verschwendet ihr nur eure Zeit. Die sind völlig überfordert und glauben noch weniger an euren Hokuspokus als ich. Mein Rat, geht nach Hause und schlaft euch aus. Ich weiß, ihr glaubt nicht an meine Fähigkeiten, aber es muss einen Grund geben, dass ich diese Dinge sehe. Vielleicht kann ich die Polizei ja überzeugen. Ja, hier bin ich wieder, ne? Ich spiele sowas von mit in dem Spiel. Zwischensequenz, wir sind jetzt wieder vor dem Haus. Jetzt sind wir vor der Polizeistation. Und Ende. Gut, hier können wir immer noch nichts anwählen. Gar nichts. Gehen wir einfach rein. Ich muss dringend mit dem Inspektor sprechen. Es wird bald noch ein Mord geben. Nicht ihr schon wieder, Madam. Noch eine Vision wie? Hört endlich auf, die Zeit der Polizei zu verschwenden. Oh, Alter, die soll mal pennen. Guck doch mal die... Oh, ey, sieht die fertig aus. Ich weiß, ihr glaubt nicht an meine Fähigkeiten, aber ich fühle, dass euch etwas fehlt. Ihr habt in diesem Raum etwas verloren. Lasst mich nachdenken. Ah, eure Marke. Ich weiß genau, wo sie ist. Natürlich im Wimmelbild. Boah, ey. Die Stimmen gehen einem ganz schön auf den Hals. Wenn ich morgen nicht mehr quatschen kann, dann wisst ihr warum. Knochen, Bleistift, Nudelholz. Hier ist der Knochen, ein Bleistift. Den hatte ich doch letztens schon gesehen, den Bleistift. Wo war denn jetzt der Bleistift? Der hing doch hier irgendwo rum. Sag ich doch, hier ist er doch. Na. Da. Und das Nudelholz steht natürlich da drin. Eine Geige, eine Medaille, ein Manschettenknöpfe vor allen Dingen. Einer reicht nicht. Das sind Manschettenknöpfe, Medaille. Nee. Wo ist er? Da ist die Geige. Da ist das Abzeichen. Habe ich jetzt schon mal so spontan gesehen. So. Apfelgolfball. Golfball, Apfel. Was ist das da eigentlich? Ein Küchenbeil, Würfel, Gehstock. Ey, was die hier in ihrem Schrank drin haben, ist ja Wahnsinn. Würfel. Ach, das hing ja hier. Stimmt, da. So, wir haben die Dienstmarke. Bitteschön, Onkel. Achso, muss ich ihm noch geben. Oh. Bitteschön. Hier, bitte, Ihre Marke. Glaubt ihr nun an meine übersinnlichen Fähigkeiten? Ich bin mir nicht sicher, Ma'am. Vielleicht war das nur Glück, aber trotzdem danke. Der Inspektor ist in seinem Büro. Okay, danke. Na, bei irgendwas erwischt? Der sieht so komisch. Entschuldigung, Inspektor. Ich weiß, das klingt jetzt etwas verrückt, aber ich habe immer wieder Visionen von der Whitechapel-Morden, bevor sie passieren. Und ich fürchte, dass bald noch ein Mord geschehen wird. Ma'am,
Wir haben uns schon viele abenteuerliche Theorien der Leute zu den Morden anhören müssen. Wir können auf weitere gern verzichten. Also überlasst die Sache doch lieber der Polizei und geht wieder nach Hause. Nein! Bitte, ihr müsst mir glauben, eine weitere Frau wird bald ermordet. Im Hinterhof von Henbury Street 29. Bitte vertraut mir. Madam, alle Frauen in der Gegend sind äußerst vorsichtig. Und ich glaube nicht, dass noch ein weiterer Mord geschieht. Also lasst mich bitte weiterarbeiten. Also Loch. So, Polizei von vorne. Es wird dunkel. Kapitel 7, Affäre der Krone. Jetzt sehen wir einen Mann mit einer Frau, wie sie beim Friseur reingehen. Jetzt sehen wir die Leiche wieder, die zerstümmelte, und das war's. Supi. Ganz toll. Also bei dem Friseur ist jetzt eine Frau mit einem Mann reingegangen und dann haben sie bloß hinten denn den Hof wieder gezeigt, wo die Leiche liegt. Es hat noch einen Mord gegeben, Sir. Die Leiche wurde heute Morgen um 6 im Hinterhof von Henry Street 29 gefunden. Sie war regelrecht filetiert, das arme Ding. Henbury Street, Henbury Street. Genau, da sollte doch laut Emma DeVille der Mord passieren. Wie konnte sie nur davon wissen? Emma DeVille. Das ist genauso ein Name wie von den Simpsons hier. Lass mir ran, denn sie will, ja? Emma DeVille. Hammer. Keine Ahnung, Sir. Aber mir ist bei der Frau nicht ganz wohl. Was? Sergeant Teague oder Seek hat eine Fahndung nach John Pisor herausgegeben. Er glaubt, dass er Lederschürze ist. Mhm. Einer unserer Hauptverdächtigen. Doch, wie komisch, oder? Er glaubt, dass er Lederschürze ist, einer unserer Hauptverdächtigen. Fehlt dann D? Einer unserer Hauptverdächtigen ist? Ist egal. Charles Zick hat nicht die geringste Ahnung. Reine Zeitverschwendung. Zumindest sehe ich das so. Okay. Hier können wir kicken. Was können wir hier kicken? Hallo? Können wir hier kicken? Wir können da drauf kicken. Lederschürze. Was für ein Unfug. Sergeant Singh hat einfach etwas gegen Piercer. Pizza. Anscheinend haben die Zeitungen von dem Gerücht bereits Wind bekommen. Ja, schön. Und? Was bringt mir das jetzt? Nix. Ganz, ganz toll. Dann gehen wir mal hier wieder rein. Können wir hier was kicken? Dann können wir auf die Karte kicken. Hier können wir Schreibtisch kicken. Gucken wir erstmal auf den Schreibtisch. Was gibt's hier denn zu kicken? Können wir doch schon. Können wir noch schon. Drei Morde und immer noch keine Anhaltspunkte zu dem Täter. Gut, gehen wir da rein. Jetzt zeigen sie wieder die Karte. Henbury Street 29. Und da sind wir schon. Ein Zeuge glaubt, er habe Chapman, den Barbier des Viertels, um 5.45 Uhr gesehen. Ein weiterer Zeuge sagt, das Opfer habe eine Stunde vor dem Mord in einer Gasse mit einem großen, dunklen Fremden gesprochen. Ah! Ha! So, was haben wir hier Schönes? Ein Bierfass. Es scheint voll zu sein. Gut, das ist zweideutig, Entschuldigung. Wir haben doch hier eine Säge. Was soll eingesetzt werden?
Und wenn ich jetzt mit dem Knüppel hier auf den Korken kloppe, passiert auch nichts. Okay. Ein volles Bierfass. So, hier haben wir einen Sack. Kann ich den aufsägen? Nein, natürlich nicht. Gehen wir mal da rein. Die Leiche wurde heute Morgen um 6 im Hof gefunden. Die Kehle war von links nach rechts durchschnitten. Er hat ihr den Bauch aufgeschlitzt und ihr die Eingeweide über die Schulter gelegt. Der Killer wird mit jedem Mord immer brutaler. Ah, es sollte bestimmt eine Stola sein oder so. Okay, machen wir mal wieder Päuschen, ne? Viertelstündchen. Okay. Ich sag mal wieder Tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis denn dann.